herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz besonders begrüssen möchte ich alle, die heute zum ersten Mal mit uns Gottesdienst feiern und alle, die per Livestream dabei sind. Schön, seid auch ihr dabei. Ich bin Sandra Weibe und ich leite uns durch den Gottesdienst. Wir haben gesungen, öffnet eure Tore, so weit wie es geht. Für etwas zu entdecken, und heute ist ja das Thema Weihnachten entdecken im Licht, muss man sich öffnen, muss man manchmal etwas Neues wagen. Und in diesem Sinn möchte ich beten für den Gottesdienst. Gott, Vater im Himmel, in dieser dunklen Jahreszeit ist es manchmal auch in unseren Herzen, in unserem Inneren besonders dunkel. Da kommt uns in Sinn und wir merken es schmerzlich, wer gestorben ist in diesem Jahr, wer wir besonders vermissen. Oder es läuft und läuft und wir müssen Weihnachtsgeschenke besorgen und beim Arbeiten dieses und jenes erledigt haben vor Ende Jahr. Oder wir merken aufgrund von schwierigen Lebensumständen, wie das Jahr nicht war, wie wir es uns vielleicht erhofft und gedacht haben. Und da kommt es mit rein, Weihnachten. Ein altes Fest. Und heute in diesem Gottesdienst möchten wir uns aufmachen und das alte Fest neu entdecken. Schenke uns offene Herzen, dass wir uns ganz neu auf das einlassen, was an Weihnachten passiert ist. Und wenn wir heute über das Licht nachdenken, Herr, dann möchten wir beten, dass es in unseren dunklen Stunden hell wird. Dass du besonders bei diesen Menschen bist, die sich sehnen nach Licht, nach Wärme, nach Geborgenheit. Wir beten, dass du jetzt während dem Gottesdienst oder per Livestream diesen Leuten ganz besonders begegnest. Amen. Wir wollen einstimmen ins nächste Lied. Das nächste Lied heisst Mittelpunkt. Und wir drücken damit aus, dass Gott unser Mittelpunkt ist in unserer Stärke, in dem, was wir gut können, aber auch in unserer Schwäche, vielleicht geht in unseren dunklen Stunden.
Rahmen von Weihnachten neu entdecken, gibt es ja ganz viele verschiedene Anlässe, die wir hier durchführen. Zwei sind schon vorbei. Gestern sind hier Adventskränze gebastelt worden. Und gestern vor einer Woche war die Päckli-Aktion, die wir gesammelt für Bedürftige in Osteuropa. Und von dieser Päckli-Aktion möchte ich euch ein Erlebnis erzählen. Es war im Neumarkt, bei Migros. Und da haben wir einen Migrant angesprochen. Ob er auch etwas im Migros bei seinem Einkauf einkaufen würde für in die Weihnachtspäckchen. Er ist davon gelaufen und wir haben gedacht, es gibt auch nichts. Und kurz darauf ist er zurückgekommen und die Hänge voll mit Kaffee und sonstigem Zeug und Sachen für die Päckchen, die er gebracht hat. Und er hat gesagt, er beteilige sich mega gerne an dieser Aktion, weil er wüsste, wie sie gar nichts zu haben. Ist das nicht bewegend? Das sind dank euch allen, die mitgeholfen haben, 88 Päckchen zusammengekommen. Die sind schon bald unterwegs für auf Osteuropa. Und ich bin sicher, das wird ein riesen Segen sein für die Leute dort. Wenn ich mit unseren Kindern, wenn wir so Päckchen machen, sagen wir ihnen alle, schau, das Päckchen ist vielleicht das Einzige, das ein Kind an dieser Weihnachten überkommt dort. Und das fährt ihnen dann alle schon noch ein, dass die sogar Freude haben an einer Seife und an einem Zahnbürstchen. Merci viel mal für alles, was ihr dazu beigetragen habt, dass 88 Päckchen zusammengekommen sind. Mega cool. Ja, heute ist ja der erste Advent. Und bevor wir zur Predigt kommen, wollen wir doch mal noch das Weihnachtszeug vom Esti nehmen. Das habe ich schon gemacht. Ihr seht, da ist unsere Bananenkiste mit dem Weihnachtszeug drin. Und jetzt tun wir da mal das Bäumchen ein bisschen dekorieren und schauen, was es da so alles für Zeug hat. Da hat es Kugeln. Oh, die verliert schon ihr Ding, wie immer. So, die hat ein bisschen Glitzer, Glimmer. Da kommt noch eine rote. Was haben wir da noch? Ein Tannenzapfen. Ich nusche noch ein bisschen. Es hat noch viel Zeug. Ein Elch. Da kann ich nicht hängen. Den stelle ich jetzt einfach da her. Der hat auch sein Plätzchen. Und da. Oh, das ist noch hübsch. Eine Schneekugel. Ich muss ein bisschen holen, die kennt ihr sicher auch noch von früher. He? Die stellen wir auch nebendran. So, dann hat es da noch, also noch mehr Zeug. Kerzen, wir tun noch ein bisschen Kerzen her. Kerzen, habt ihr euch auch schon mal überlegt, wieso man Kerzen an einem Tannenbaum hängt? Kerzen, Licht. Weihnachten entdecken im Licht. Stoffi, du predigst doch heute über Licht. Komm, du weißt sicher etwas anzufangen mit dieser Kerze hier. Ja, guten Morgen. Es ist wirklich eine gute Frage, Sandra. Warum um alles in der Welt montieren wir so Kerzen an so einen Tannenbaum? Also ein bisschen aus der Distanz betrachtet. Muss man sagen, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Gibt es da Feuerwehrleute unter uns? Jahr für Jahr zünden wir die Kerzen an. Das ist doch einfach gefährlich. Die Feuerwehr muss jedes Mal wieder ausrücken ab den Kerzen, die hier brennen. Und manchmal brennen eben auch noch andere Sachen. Also wir können schon fast ein bisschen das Gefühl haben, das macht nicht so Sinn. Und gleich gehört es dazu. Und heute Morgen wollen wir eintauchen in die Lichter von diesen Kerzen. Weihnachten im Licht neu entdecken. Und ich habe gedacht, heute Morgen starte ich die Predigen so, dass ich die Katze gerade von Anfang an aus dem Sack lasse. Das heisst nicht, dass es gerade schon fertig ist, aber ich lasse einfach mal die Katze zum Sack raus. Das Licht von der Kerze, oder von diesen Kerzen, die wir hier anzünden, das Licht erinnert uns an denjenigen, der einmal gesagt hat, ich bin das Licht der Welt.
Es erinnert uns an den mit dem Namen Jesus Christus. Und Christus, der Begriff, der da hinten dran ist, noch von diesem Namen, heisst der Gesalbte oder der Retter. Es erinnert uns an den, wo er gesagt hat, Weihnachten ist auf die Welt gekommen, ist menschlich geworden, als Sohn von dem Gott. Das Weihnachtsfest ist das Fest, das wir feiern, wo Gott menschlich wird. Und Gott schickt also seinen Sohn zu uns Menschen, eben den Christus, den Retter. Und der bezeichnet sich später eben als das Licht der Welt. Und wenn wir so eine Kerze anzünden, erinnern wir uns eben an das Licht der Welt, an den Retter, der zu den Menschen kam und hat gesagt, ich zeige den Menschen ein bisschen den Weg zeigen im Leben. Manchmal finden wir Menschen ja den Weg nicht so recht im Leben. Das hat manchmal damit zu tun, weil wir nicht um die nächsten Kurven sehen. Manchmal hat es damit zu tun, dass es dunkel wird und wir nichts sehen. Und was machen wir dann, wenn wir nichts sehen? Wir lassen das Licht an. Und genau so ein Licht möchte der Christus sein. Ein Licht, das uns den Weg zeigen möchte. Und wenn man sich auf das Licht einlässt, dann erlebt man plötzlich, wie man wieder den Weg sieht. Und wer sich auf den Christus einlässt, sagt er, der wird irgendwo mit den Themen Versöhnung, Freiheit, Gerechtigkeit, Hoffnung und Frieden in Berührung kommen. Aber jetzt weiss ich nicht, wie das euch geht, wenn ihr die Geschichte hört. Oder ich leite mit einem Team zusammen regelmässig so einen Alpha-Kurs. Das ist so ein Kurs, wo man sich um Glaubensthemen kümmert, diskutiert, analysiert. Und wenn wir manchmal über diese Geschichte reden im Alpha-Kurs, dann sagen die Leute aber, du, das ist so eine Geschichte, die ist etwa so wie Lord of the Rings. Das ist irgendeine Fantasy-Geschichte. Da ist irgendein Gott und der schickt jetzt da seinen Sohn und das soll jetzt mit meinem Leben etwas zu tun haben. Und wisst ihr was? Ich verstehe das. Das tönt wie eine Fantasy-Geschichte. Und gleichzeitig haben ganz viele Menschen erlebt, dass in dieser Geschichte eine unglaubliche Kraft ist. Dass in dieser Geschichte eine so eine Kraft ist, dass sie sogar unser Leben verändern. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, uns mal auf die Geschichte einzulassen, die an uns herzulassen, auch wenn wir sie so ein bisschen in die Genre Fantasy abschieben. Und die Geschichte mal wirken, was die und dieser Geschichte zutrauen, dass sie zu uns reden kann. Und ich möchte heute Morgen so in zwei Welten eintauchen von Personen, die in dieser Geschichte vorkommen. Und euch die vorstellen. Da ist erstens mal, sind da die Hirten. Die kommen vor in der Weihnachtsgeschichte. Ich lese euch gerade mal vor, was da über die Hirten am Anfang steht. Im Lukas-Evangelium am Anfang steht, in jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Also in dieser Gegend, wo die Geschichte stattfindet, da hat es viele Hirten auf dem Feld. Und dann ihre Aufgabe war ganz einfach, zu den Tieren zu schauen, die versorgen und zu schauen, dass da nicht ein Dieb kommt und die stillt oder ein wildes Tier kommt, das die Tiere irgendwo fressen will. Die hatten einen Hirtenstab, so wie der. Und mit dem konnten sie ein die Schafe leiten und so und ein bisschen reinschlagen, wenn es nötig war. Wenn es auch bei der Schule ist darum gegangen, die Rollen zu verteilen im Weihnachtsspiel, da wollte ich immer ein Hirte sein. Wisst ihr warum? Man musste nichts sagen. Und man musste nicht überlegen, wo man die Hänge her tut. Die konnte man immer so am Stecken haben. Oder? Also dann war das grosse Los. Ein Hirte sein. Aber wisst ihr was? Um die Zeit, in der die Geschichte stattfindet, war es überhaupt nicht das grosse Los, ein Hirte zu sein. Im Gegenteil. Die Hirten, die waren verachtet zu dieser Zeit. Die Hirten sind nicht selten als Betrüger betitelt worden. Man hat sie so ein bisschen als die Dummen abgestempelt. Für die, die man nicht so recht brauchen kann. Und das hat verschiedene Gründe gehabt, warum das so ist. Ihr müsst euch vorstellen, das hat fast kein Wasser auf diesen Feldern.
Und wenn es kein Wasser hat, dann kann man auch nicht die Reinheitsvorschriften einhalten, die dann zumal in der Gesellschaft gang und gäbe waren. Handwaschen, also wir merken, es ist wieder hochaktuell, oder? Das Geschirr mit Wasser waschen. In dieser Zeit hat man so Reinheitsritual gehabt. Und die Hirten haben das nicht können. Das ist ja kein Wasser. Und darum haben die als kultisch unrein gelten. Und wer kultisch unrein gilt, der ist irgendwo ein bisschen minderwertig, um den macht man Bogen. Der gehört nicht recht dazu, der wird gemieden. Nachher kommt noch dazu, oder, der Umstand, vor dem Gericht haben die Hirten als Zeugen nicht gezählt. Dann hat man nicht zugetraut, dass die die Wahrheit sagen können. Und das zeigt etwas, oder, was man von diesen Hirten hat gehalten. Also da hast du nicht viel zu lachen gehabt als Hirte und auch nicht viel Zukunftsaussichten. Immer ein Hirte. Oder einmal ein Hirte, immer ein Hirte. Du hast einen Stempel bekommen. Hirte gleich die es nicht so zu etwas gebracht haben. Die Unreinen, vielleicht ein Versager, die nicht recht die Wahrheit können sagen können. Das waren die Hirten aus dieser Weihnachtsgeschichte. Von denen ist da die Rede. Und jetzt erleben die etwas an Weihnachten. Und jetzt nehme ich euch da rein, was die erlebt. Stellt euch mal vor, wir haben es gelesen, die sind da in der Nacht bei diesen Schafen. Sterne funken am Himmel, es ist stockfinster. Wahrscheinlich auch ziemlich frisch. Keine Lichtverschmutzung wie heute. Sie schauen da zu diesen Schafen, es ist wahrscheinlich nicht viel gelaufen. Und während dieser Zeit bereitet Gott im Himmel eine Verkündigung vor. Eine Verkündigung, dass er seinen Sohn, eben den Christus, das Licht der Welt auf die Welt schickt. Und nachher passiert es, da heisst es, da trat der Engel des Herrn zu ihnen, also zu den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe euch große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt David, Christus, der Herr. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wäret so ein Hirte. Mitten in der Nacht schaut ihr da zu den Schafen, es läuft eigentlich nicht viel. Und dann plötzlich, Pang! Wird es hell und da kommt der Engel und redet zu ihnen. Das muss dann auch unglaublich eingefahren sein, oder? Und in dieser Situation, die lassen sich ein bisschen setzen. Und wie reagieren die nachher? Es heisst nachher, wo sie sich so ein bisschen gefangen haben, sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Krippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Also es heisst da, alle, die dabei waren, haben angefangen zu staunen. Und über was haben die gestaunet? Also erstens wahrscheinlich sicher einfach mal über das, dass die gesagt haben, dass sie Engel kommen. Das war ja dann nicht alltäglich. Man hat alles schon Engel gesehen, passiert nicht so häufig, oder? Das ist etwas, wo man darüber staunen kann. Aber wisst ihr, was die noch mehr gestaunt haben? Dass der Engel als erstes zu diesen Hirten geht, die einen Stempel auf der Stirn haben, Versager, Betrüger, können nicht die Wahrheit sagen, Loser. Das war erstaunlich. Als erstes erlaubt sich der Gott, die Botschaft diesen Verlierer zu bringen. Ich meine, der Engel hätte ja zum König gehen, in den Palast. Oder er hätte zu den Politikern gehen, ins Rathaus. Oder zum Pfarrer in die Kirche. Nichts von dem. Der Engel geht als erstes zu denen mit dem Stempel auf dem Kopf. Versager, Loser, der bringt es zu nichts. Und das ist ja wirklich erstaunlich. Und wisst ihr was? Es ist nicht Zufall. Der Gott ist es so.
Später hat das Licht von der Welt, der Christus, sich immer wieder um die gekümmert mit diesem Stempel. Er hat mal gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin vor allem gekommen für die Kranken. Und nach all dem Staunen fängt sich eine Dankbarkeit gross zu machen bei diesen Hirten. Es heisst da, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Also in dieser Nacht haben die Engel, die Hirten, haben die erfahren, dass Gott sie nicht vergessen hat. Sie mit dem Stempel, die Niedrigen. Und stellt euch mal vor, die Würde, die die Hirten in dieser Nacht bekommen haben. Oder die Menschen haben vorhin gesagt, die bringen es zu nichts, wir verachten euch, die werden von Gott gesehen. Die von den Menschen haben gehört, dass sie unrein sind, hören auch plötzlich von Gott, dass sie gemeint sind. Dass das Licht vor der Welt auch für sie ist. Sie, die von den Menschen haben gespürt, dass sie nicht dazugehören, gehören plötzlich bei Gott dazu und der Stempel spielt keine Rolle mehr. Und was haben die Hirten mit uns heute zu tun? Und ich zünde jetzt da mal so eine Kerze an. Das Licht vor der Welt, das ist für die Hirten gekommen. Ja, vielleicht könnte man es ein bisschen feister machen. Und ich glaube, es gibt heute noch Hirten, die rumlaufen. Die laufen auch nicht mit einem Stock rum. Aber es gibt wahrscheinlich nicht wenige Leute, die sich mit diesen Hirten identifizieren können. Die irgendwie spüren, ich bin vielleicht von der Gesellschaft auch nicht ganz so akzeptiert, wie ich mir das manchmal wünsche. Oder die irgendwie merken, ich laufe auch so mit einem Stempel rum. Wir leben in einer Welt, die fast nur Leistung zählt. Und die nicht leisten können oder nicht mehr leisten können, die spüren manchmal etwas von dem, wie es schnell gehen kann, dass man so einen Stempel bekommt und man merkt, so ganz richtig dazugehöre ich auch nicht mehr. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen abhängig von den anderen, weil ich es selber nicht mehr leisten kann. Und vielleicht spüren die auch irgendwo etwas von einem Stempel. Mein Umfeld, die Leute, die Welt, die Gesellschaft, wer auch immer, hat mir auch einen Stempel aufgedrückt. Und mir quasi in eine Schublade getan und sagen, aha, das sind halt die. Und in Gegenwart von dem Licht von der Welt, und das ist die Nachricht, die die Hirten erfahren haben, spielt der Stempel keine Rolle mehr. In dieser Gegenwart von diesem Licht redet der Christus zu all denen und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und alle die das Privileg haben, Kinder können zu haben, ich glaube, die spüren etwas in diesem Satz. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Unsere Kinder müssten nicht etwas leisten, damit wir sie gerne haben. Das reicht einfach, dass sie sein können. Egal, was unsere Kinder für einen Stempel haben, für uns als Eltern spielt es keine Rolle. Wir haben einfach eine Liebe für die. Und der Christus hat genau so eine Liebe für die Menschen, die so einen Stempel haben. Und das haben die Hirten da erfahren. Und da spielt es keine Rolle, ob man sich vielleicht fühlt wie ein Nummer. Das verblasst alles in diesem Licht. Oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, man geht unter, oder so, das Gefühl hat, immer ein Hirt, einer ist ein Hirt, immer ein Hirt. Oder Leute, die vielleicht in einer Lebenskrise sind und fragen, was kommt dann, oder die sich einsam fühlen, oder was auch immer. In diesem Licht hier kommt der Zuspruch, mir ist angenommen. Und wenn wir jetzt ein Kerzchen anzünden, Sandra, am Weihnachtsbaum, dann geht es genau um das Licht. In der Gegenwart von dem Licht, von dem, wo er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, spielt jeder Stempel keine Rolle mehr und wir können Hoffnung erleben, Würde erleben und neue Identität bekommen.
Ich möchte noch so in eine zweite Gruppe Leute einsteigen. Es gibt da in der Weihnachtsgeschichte ja Hüferrollen, oder? Das haben wir ja erlebt, wo man die Rollen verteilt in der Schule. Es gibt noch andere, die werden verschiedene Namen, die werden verschiedene bezeichnet. Die einen, darum habe ich so eine Krone mitgenommen, sagen die drei Könige. Die anderen sagen, das sind die Weisen vom Morgenland. In den meisten Übersetzungen im Neuen Testament heisst es einfach Sterndeuter. Es heisst weder wie viel das es waren, noch dass es Könige waren. Es ist nicht ganz so klar. Aber wir nennen sie jetzt einfach mal die Sterndeuter. Ziemlich sicher sind die von Babylon gekommen. Und dort hat man sich auskennt mit Sternen. Mit so Sternbildern. Und die haben sich auskennt, was die Bilder da bedeuten. Und die Sterndeuter in dieser Weihnachtsgeschichte haben sich auf eine Reise gemacht von Babylon nach Jerusalem. Und sie kommen da in die Region von Jerusalem. Und man merkt, wenn man so eintaucht in die Welt von denen, das waren so ein bisschen die Privilegierten von dem zumal. Nur die, die wohlhabend waren, haben eine solche Reise machen. Mit Kamel und wahrscheinlich mit Bediensteten. Und es heisst, sie haben wertvolle Geschenke bei sich gehabt. Also die haben zur Oberschicht gehört. Das waren ja die Weisen. Auf die hat man gehört, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen. Die sind in der Gesellschaft, die einen gewissen Status gehabt. Und ich glaube, wir spüren es, es ist ziemlich das Gegenteil von denen mit dem Stock, von den Hirten. Und trotz ihrem angenehmen Leben, trotz dem Reichtum, dass sie wohlhabend waren und ihrer Stellung, haben die einen Wunsch gespürt, die Sterndeuter. Oder wir können sogar sagen, es war auch fast mehr eine Sehnsucht gewesen. Eine Sehnsucht, dass es irgendetwas Größeres noch geben muss, als das, was sie erleben. Etwas, das bedeutungsvoller ist als ihr Wohlstand, als ihre Stellung in der Gesellschaft. Und die haben in dieser Sternenkonstellation ein Ereignis erwartet, das von grosser Bedeutung ist. Und dem sind sie auf die Spur. Und darum haben sie ihre Sehnsucht, das zu treffen, haben sie Ausdruck verleiht und haben sich auf die lange Reise gemacht. Und dass die so eine Reise machen, das muss man sich schon bewusst sein, das machst du nicht einfach aus Spass, oder? Die 2000 Kilometer oder was, Richtung Jerusalem laufen, das machst du nicht einfach so, ah, mir kommt nichts in Sinn, komm, wir gehen mal. Die hatten eine Sehnsucht gehabt, irgendetwas zu erleben dort, eine Antwort zu bekommen auf das, was sie hat Wunder genommen. Und was erleben die? Da heisst es, sie sind eben dem Stern gefolgt und sie haben einen neugeborenen König vermutet. Und was machen sie? Natürlich, sie gehen den König der suchen, wo die Könige sind, im Palast. Sie gehen zum Herodes, der dann der Chef war, und haben gesagt, oh, da ist ein König, der weiss von nichts. Im Gegenteil, der wird ein bisschen nervös. Und schickt sie wieder fort und sagt, oh, wenn ihr gefunden habt, wo der König ist, da meine Konkurrenz, kommen wir es sagen. Und nachher heisst es da, nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Also zu ihrer grossen Überraschung ist der König, den sie gesucht haben, nicht im Palast, sondern in einem Haus, in einer Krippe, bei einem Teenager-Modi mit dem Namen Maria. Und wie reagieren die darauf? Mit einer grossen Freude. In einer anderen Übersetzung heisst es, ihre Freude kannte keine Grenzen. Und wenn man diesen Wörtchen da ein bisschen nachbohren geht, merkt man plötzlich, dass es fast mehr ist, sie explodierten fast vor Begeisterung. Also es ist so eine Freude in der Superlative.
Und nachher heisst es da, da warfen sie sich vor ihm, also vor dem Kind, zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also da steht da die Sterndeuter, die Wohlhabenden, die, die sie zu etwas gebracht haben. Und sieht da den Christus, das Jesuskindli, und was machen sie? Sie werfen sich vor dem Kind auf den Boden und schenken all diese wertvollen Geschenke. Und damit haben die ausgedrückt, dass sie in diesem Christus, in diesem Ereignis, in diesem Kind, das haben gefunden, was sie sich daran haben gesehnt. Etwas, das grösser ist als ihr Wohlstand. Etwas, das grösser ist als das, was sie sich selber geben können. Sie haben das Licht der Welt gefunden. Etwas, das ihnen Sinn und etwas, das ihnen im Herz Frieden gibt. In diesem Moment haben die das in diesem Christus gesehen, wo zwei oder was auch immer Milliarden Christen auf dieser Welt in diesem Christus gesehen, nämlich das Licht der Welt, das einem das geben kann, die Sehnsucht stillen, die wir uns selber nicht stillen können. Sie haben das gefunden, wo später Jesus selber hat gesagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Und wenn wir jetzt so eine Kerze anzünden, dann ist das Licht der Welt auch für alle die, die sich irgendwo mit diesen Weisen identifizieren können. Und ich denke, die meisten von uns erleben Wohlstand. Und das ist etwas, wo wir als Privileg anschauen können. Und da ist auch nichts Verwerfliches dabei. Aber in diesen Weisen sich wiederzuerkennen, konfrontiert uns wahrscheinlich mit einer Frage. Nämlich die Frage, die sich die Weisen wahrscheinlich auch gestellt haben. Kann unser Wohlstand oder unser Ansehen oder das, was wir erleben, uns die grossen Fragen im Leben klären? Fragen nach Sinnhaftigkeit, Fragen nach dem, was uns Frieden gibt im Herz. Und diese Sehnsucht, die Weisen haben dieser Sehnsucht mit ihrer Suche Ausdruck gegeben. Und wenn jetzt die Sterndeuter heute Morgen da wären, würden sie wahrscheinlich uns heute Morgen fragen, auf welcher Reise bist du? Was nimmst du für einen Weg unter dich, für das zu finden, was von Bedeutung ist, was über das rausgeht, was wir uns selber geben können. Und dann würden sie uns erzählen, wahrscheinlich von dieser Reise und was sie da haben erlebt. Und wenn wir so Kerzen anzünden an Weihnachten, dann erinnern wir uns an den, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und all denen möchte begegnen, die sich wie Hirten fühlen, die so einen Stempel haben aufgedrückt bekommen. Oder vielleicht haben sie ihn auch selber gegeben. Die irgendwie ihren Lebensweg nicht mehr ganz sehen. Die irgendwo merken, sie gehören nicht mehr dazu. Und all die Lichter, die wir anzünden, sei es am Tannenbaum, am Adventskranz oder die Strassenlampe in der Stadt, wo man ja Lichter überall anzündet, erinnern uns an die Sterndeuter, die irgendwo haben gemerkt, das geht mir auch etwas an, das Licht der Welt. Weil das Wesentliche im Leben kann ich mir nicht selber geben. Der Wohlstand, der Reichtum, meine Stellung, all das verblasst im Licht von dem Christus. Und da drängt sich zum Schluss schon die Frage auf, oder wie kann man denn das Licht von dem, wo da der Jesus davon hat geredet, ganz konkret erfahren? Das ist eine gute Frage. Wie entfaltet sich die Kraft von dieser Weihnachtsgeschichte in unserem Leben? Und auf das gibt es ja nicht einfach eine einfache Antwort. Da kann man ja nicht einfach sagen, ja, mach ein bisschen das und dann erlebst du gerade etwas. Menschen sind unterschiedlich und darum reagieren Menschen auch ganz unterschiedlich auf das Licht. Aber einige haben angefangen, sich auf den Weg zu begeben, indem sie in der Bibel lesen, die Geschichte lesen und haben angefangen beten und mit dem Licht der Welt angefangen reden. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr bin ich einem Mann begegnet. Der hat mehr oder weniger aus heiterem Himmel angefangen, die Bibel lesen. Und er denkt, ja, als gebildete Person, das gehört doch dazu.
Ich kann nicht über die Bibel nur wettern. Ich muss auch mal schauen, was da drin steht überhaupt. Lies das und merke plötzlich, wie die Geschichten mit seinem Leben etwas zu tun haben. Und das fängt an zu interessieren und er liest jeden Tag das Kapitel in den Evangelien. Und merkt plötzlich, wie sich in ihm etwas fängt an zu verändern. Dass das mit dieser Sehnsucht etwas zu tun hat, die er irgendwo hat gespürt. Und er fängt an zu beten und plötzlich merkt er, wie so der neu gefundene Glaube sein Leben fängt an zu beeinflussen. Und die Kraft fängt sich an zu entwickeln. Plötzlich haben sich Beziehungen geklärt in seinem Leben. Oder andere finden den Zugang mehr, indem sie reden, diskutieren, austauschen. Darum machen wir ja die Alpha-Kurs. Da diskutieren wir über diese Sachen. Wir haben jetzt gerade so einen Kurs abgeschlossen. Und das letzte Mal, als wir eine Zusammenkunft hatten, haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Und jemand hat gesagt, hey, durch das Reden mit euch habe ich verstanden, was es heisst, dass ich von Gott angenommen bin. Und es fühlt sich an wie heimkommen. Ist doch interessant, oder? Spüren wir da etwas von den Sterndeutern? Es fühlt sich an wie heimkommen, eine Sehnsucht gestillt. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir, wenn wir das Kerzchen anzünden, immer wieder, dass wir uns an das Licht der Welt erinnern und uns auf die Geschichte einlassen. Und ich wünsche mir für uns alle in dieser Weihnachtszeit, dass wir das erleben können, was die Hirten haben erlebt und die Sterndeuter, nämlich ein Staunen über die Geschichte. Und ein Erleben, dass die Geschichte in uns Freude auslöst und eine Dankbarkeit und ihre Kraft entfaltet. Amen. Merci vielmals, Stuffi. Ihr habt alle beim Eingang so ein Kerzchen bekommen. Und die wollen wir jetzt anzünden. Es hat ein paar Zundhölzchen, immer etwa so ein Päckchen für 3-4 Stühle. Geht doch einander das Feuer weiter. Und bis alle Kerzchen brennen, nehmen wir uns einen kurzen Moment vor Stille. Und dann sage ich, wie weiter. Steht doch auf mit eurer Kerze in Hang. Ihr seht jetzt einen Vers eingeblendet. Und den wollen wir miteinander lesen. Kannst du mir ihn einblenden? Geht nicht. Oh, geht nicht. Ich lese uns den Vers vor. Oh, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Amol, es kommt gut. Gut. Jesus spricht: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Und jetzt wollen wir einander das Lied zusingen. Herr, mein Licht, du scheinst hell im Dunkeln, ich folge dir nah. Herr, mein Licht, dir kann ich vertrauen. Du führst mich sicher bis ans Ziel. Bleibt doch stehen, haltet euer Kerzchen noch an.
trotz der Fehler bleibst mit mir dran. Deine Liebe treibt mich zu dir. Du bist Friede im Rauchen mehr. Oh, oh. Du bist Friede im Rauchen mehr. Wenn es ganz still wird, lass nicht lagen. In den Fragen bleibt die Wahrheit klar. Deine Liebe treibt mich zu dir. Du bist Friede im Rauchen mehr. Oh, oh. Du bist Friede im Rauchen mehr. Oh, oh, hey, ist dir, hey, ist dir. Du schien schaust ich folge dir nach. Hey, ist dir, hey, ist dir. Ich kann nicht gehen. Du erbist mich sicher. Das für die Welt. Für alle, die sich fühlen wie ein Hirte oder eine Hirtin damals, beten wir, dass du ihnen begegnest. Du siehst sie. Du besuchst sie. Und du sagst ihnen, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Du bist auch das Licht der Welt für die heutigen Hirten.
Jesus, du bist das Licht für die Welt. Für alle, die sich fühlen wie die Weisen damals, beten wir, dass du ihnen Sinn und Frieden in ihrem Leben gibst. Du bist der, der Perspektiven schenkt, der über Wohlstand, Leistung und Erfolg rausgeht. Du zeigst ihnen den Weg. Und du bist das Licht auch für die heutigen Weisen. Danke, Jesus, dass du uns alle siehst und liebst. Niemand ist schlecht, für zu dir zu kommen, und niemand zu gut, dass er oder sie dich nicht brauchen würde. Danke, dass du, Jesus, an Weihnachten den ersten Schritt hast gemacht und zu uns bist gekommen. Als Licht für die Welt, als Licht für alle Menschen. Amen. Jetzt dürft ihr euer Kerzchen ausblasen, oder ihr könnt es auch lassen, wie ihr wollt. Ihr könnt es mit heimnehmen. Und nächsten Sonntag kommt dann der nächste Gegenstand. Wir wollen jetzt zusammen weitergehen in dieser Worship-Zeit. Und wenn ihr merkt, ihr seid froh für ein Gebet, das jemand mit euch betet, weil es in eurem Leben wirklich dunkel ist, weil ihr nicht weiter wisst und es einfach braucht, dass ihr nicht allein seid, sondern jemand mit euch die Last trägt, geht hinten in den Gebetskreis. Dora und Erik sind da und beten für euch. Wenn ihr vom Livestream zuschaut und froh seid um ein Gebet, ihr seht eine Handynummer eingeblendet, schickt ein SMS, WhatsApp geht nicht, aber SMS geht und wir melden uns bei euch. Und jetzt wollen wir einstimmen zusammen mit der Band. Wir haben heute ein Lied gebracht, das wir zusammen singen wollen. Oder ihr dürft auch hören, lesen, die Worte auf euch wirken. Es geht darum, dass wir ja ein Licht haben bekommen, dass Gott uns ein Licht ist. Und dass wir aber auch von ihm eingeladen sind, einander das Licht weiterzugeben. Und ja, es ist sehr einfach, das in unserer Familie weiterzugeben, das denen weiterzugeben, die wir gerne haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber bei all dem, was läuft hier und auch sonst, ist es manchmal fast schwieriger, denen das Licht weiterzugeben, wo wir irgendwie genervt sind. Wo vielleicht total quer denken, komische Ansichten haben, wo vielleicht, ich weiss doch auch nicht, komisch schmecken. Die einfach nerven irgendwie, oder auf der Arbeit oder sonst irgendjemandem. Ja, genau, ein Geschenk von Gott aneinander zu sein, ist einfach, wenn man einander gerne hat. Aber Gott will uns auffordern, ein Licht weiterzugeben an die, die es uns vielleicht ein bisschen Mühe macht. In dem können wir auch den Unterschied machen, glaube ich. Heute in dieser Gesellschaft, heute in dieser Welt, heute bei all dem, was läuft, bei all den Themen, die uns beschäftigen, dass wir Frieden seien, dort, wo Hass ist. Und dass wir ein Geschenk werden für diese Welt. For in the giving.
shall receive, and in the dying we're given of peace, an instrument of peace.
heute wollen wir etwas einführen, das wir lang vor Corona mal hatten. Die Gib- und Nimm-Kollekte. Die ist ganz einfach. Wer Geld hat, der gibt. Und wer braucht, der nimmt. Und weil ja die Körbli jetzt nicht durch die Reihe gehen und man nicht nehmen kann, dürft ihr nach dem Gottesdienst zu jemandem von uns vom Pastoralteam kommen und wir geben euch etwas. Helft mit bei dieser Kollekte. Es wird hauer im Leben von Menschen, wenn finanziell Not gelindert wird. Und so kann man ganz praktisch Jesus als das Licht vor Welt eure finanziell dunklen Zeiten erleben. Merci vielmals für euer Mitmachen hier, für euer Mitmachen und Spenden auch per Livestream. Neu entdecken. Das sind noch drei weitere Gottesdienste, die uns bevorstehen zu diesem Thema und mehrere Anlässe. Einer davon ist ein Feierabend für Männer am 13. Dezember. Sind da alle Männer herzlich willkommen, um für uns miteinander zu feiern und zu berichten. Dann gibt es am 15. Dezember ein Kerzenziehen. Geht hier für uns ein Kerzenziehen und Kerzentipp. Und wer sich schon immer gefragt hat, was Kerzentippen ist, das ist das Kerzli, das ihr heute bekommen habt, ist ein tippendes Kerzli. Da nimmt man Kerze und dünkelt die einfach noch ein bisschen in farbigen Wachs rein. Und schon hat man eine tippende Kerze, auch für Kinder super, die nicht so viel Geduld haben, für selber eine ganze Kerze zu ziehen. Herzlich willkommen am 15. Dezember, am Nachmittag, da dazu. Ab nächsten Sonntag gibt es auch bei uns wieder ein bisschen Verschärfungen. Es ist auch der erste Gottesdienst, der mit Zertifikat ist, ist dann mit Maske wieder. Das werdet ihr nächsten Sonntag merken. Ihr müsst einfach wieder das Maske auch drinnen anhaben. Ja, wir kommen zum Schluss vom Gottesdienst. Wenn ihr heute das erste Mal seid, mit uns gesehen oder per Livestream habt zugeschaltet, dann hoffe ich, dass es euch hat gefallen. Vielleicht ist die eine oder andere Frage aufgetaucht, wie wir Gottesdienst feiern oder über was auch immer. Schreibt ein SMS an die eingeblendete Nummer oder ein E-Mail an info@bewegung-burgdorf.ch und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu kommen. Nächste Sonntag geht es weiter mit Weihnachten, neu entdecken im Geschenk. Gottesdienste sind hier um 9:30 und um 10:45 und per Livestream. Und jetzt zum Schluss sage, bitte ich euch alle nochmal aufzustehen und ich bete mit uns. Der Herr, das Licht der Welt, segne dich und behüte dich. Der Herr, das Licht der Welt, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, das Licht der Welt, hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag, schönen ersten Advent. Ade miteinander.